Heute haben wir das erste Mal die Ideenpapiere von den Themengruppen und den Bezirken zusammengeführt. Nach monatelanger Arbeit und wahnsinnig vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Bürgerinnen und Bürgern. Die beste politische Bildung ist, Politik selbst zu machen. Bürgerinnenbeteiligung kann man nicht in einem Frontalvortrag lernen. Das muss man erleben, das muss man spüren. Das Neos Lab schafft den Raum dafür. Stadtlabor ist für uns sehr wichtig, weil es uns um Partizipation geht. Es geht uns um den Input von Menschen auf der Straße, von Menschen, die vielleicht nicht so viel mit dem Thema bisher zu tun hatten. Es ist einzigartig, dass man wirklich an die Basis geht, dass Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen können und dass die auch ernst genommen werden und die Meinung wertgeschätzt wird. Und das gefällt mir so gut am Stadtlabor. Wir haben eine Themengruppe, die aus 30 Personen besteht, und da werden wir nochmal die neuen Ideen diskutieren und schauen, wo es noch Bereiche gibt, die man in Wien verändern möchte. Vor allem in unserem Bereich, wir wollen ein lebenswertes Wien für junge Menschen haben. Das ist ein sehr offener Prozess, der mir sehr gut gefällt, und man könnte sich, glaube ich, sehr viele Diskussionen politische sparen, wenn man einfach das von der Seite angeht. Diese Idee hier zu zeigen, wo die Diskussion steht und besonders hier auch, was in den einzelnen Bezirken im Moment diskutiert wird, und auch die Möglichkeit zu sagen, das möchte ich noch dazu haben, ist sicherlich ein basisdemokratisch interessanter Ansatz. Und man sieht auch an der intensiven Teilnahme hier, dass die Idee gut war. Ich finde auch toll, dass ich da in EOS einfach mitarbeiten kann und selber als Bürger ein Programm mitgestalten kann. Mir spürt, ist, dass jeder aufgerufen ist, sich nicht nur in irgendeiner Form über was aufzuregen, sondern einfach wirklich herzukommen, mitzumachen, mitzusprechen. Wir NEOS, auch in Wien, NEOS Wien, geben ja das Versprechen der Einbindung jederzeit. Und was ich wirklich sehr, sehr großartig finde, ist, dass wir dieses Versprechen auch halten können. Diese Themengruppen waren offen jederzeit. Jede, der die wollte, konnte mitmachen, konnte Ideen, Anregungen dort einbringen. Die Bürger haben Anliegen und die Bürger wollen gehört werden. Und das ist unsere Aufgabe auch als NEOS Lab, dieses Partizipationsversprechen, das NEOS gegeben hat, einzulösen.